Ich bin die Tochter von Cilla Cartier-Wells. Ich bin die vergessene Erbin der Memorize-Dynastie. Was für ein übler Witz. Gerade als ich wieder zu mir fand, einen Sinn erkannte, treibe ich nun wieder auf dem Meer der Ungewissheit. Welches üble Spiel spielt Edge? Kann ich ihm vertrauen? Dennoch, er will mir zeigen, dass sein Kampf gerecht ist. So lege ich ein letztes Mal mein Leben in seine Hände und folge ihm. Er sagte, Memorize schändlichste Geheimnisse seien unter der Bastille verborgen. Dies war meine Rechtfertigung, meine eigene Mutter zu remixen. Meine Mutter, die ich vergessen hatte. Ich fresse meine Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Ich kann nicht mehr laufen. Und ich will antworten. Episode 6. Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Remember Me. Ich bin es, euer DMC Mafix. Wir befinden uns im Kapitel Verrotteter Kern. Im letzten Part waren wir im Hauptquartier von Memorize und haben, wie schon gesagt, Sylvia West Gedanken geändert. Und jetzt sind wir wahrscheinlich in einer finalen Mission im Keller der Bastille und helfen Edge ein letztes Mal, um unser Gedächtnis wirklich wieder zurückzubekommen. Schauen wir mal, was uns so erwartet. Die Bastille. Ja, sieht nicht besser aus nach unserem letzten Besuch. Millen. Ich habe jetzt echt keine Lust zu plaudern. Bad Request ist noch eingesperrt. Unter spezieller Aufsicht von Dr. Sebastian Quaid. Finde und befreie ihn. Damit das klar ist, ich tue das für Bad Request, nicht für die Sache. Ein Aufzug ist vor dir. Er geht runter unter die Bastille. Dort wird dir alles klar. Ich habe langsam ein schlechtes Gefühl bei dem Edge. Also ich hatte eigentlich von Anfang an schon ein schlechtes Gefühl bei dem. Aber es wird immer schlechter, sagen wir es einfach mal so. Anfangs dachte ich, der wäre halt so ein Idealist oder sowas, aber langsam kommt er mir echt ein wenig spanisch vor. Immer mehr. Jedes Kapitel wird er echt böser, wirklich, und aggressiver, um sein Ziel durchzusetzen. Nicht die tollste Option, aber na gut. Sanfte Säuseln! Sanfte Säuseln! Sanfte Säuseln! Oh oh. Wir haben keine Chance, gell? Also ich meine bloß, gegen unsichtbare Leaper können wir jetzt nicht so gut kämpfen. Okay, das heißt, wir müssen also irgendwie versuchen zu überleben, bis der Fahrstuhl kommt. Oh, Leute, Fahrstuhl. So, hier können wir kämpfen, ihr Drecksviecher. So. Bam. So, die Leaper. Meine besten Freunde, meine ekligen Viecher, die wir schon zu lange kennen, die immer noch so ätzend aussehen. Die sehen aus, als hätten sie das Marfan-Syndrom. Also ein bisschen so. Wegen ihren Fingern, denke ich immer, und ihren Füßen. Viele Leute, die es nicht kennen, ist halt so eine Elastizität des Bindegewebes. Ja, das müsste es meine Bio-Lehrerin sehen. Dass ich mich an sowas erinnere. Ja, man muss ja manchmal mit seinem Wissen angehen. Du musst dabei einige Sicherheitsschlösser aufbrechen. Bad Request hatte ein Picksocket. Ohne das ging er nie los. Es wird im Lager für die persönlichen Sachen der Gefangenen sein. Wo bin ich eigentlich? Dorthin kamen die vielversprechendsten Patienten als Versuchskaninchen. Ich bin wieder hier. Und das ist deine Schuld. Finden Sie Bad Request. Mich wundert es überhaupt, dass noch etwas übrig ist von der Bastille. Naja. Schauen wir mal. So, was ist denn hier Schönes? Irgendwas Schönes. Und, tut mir leid. Boah, wenn man hier immer während den Aufnahmen gestört wird, ey, das ist einfach so grässlich. Naja, kann man wohl nichts dagegen machen. Außer sich mal irgendwie so einen abgesperrten Raum suchen, ohne Kontakt zur Außenwelt. Verdammt, wenn man am Computer sitzt, könnte es ein bisschen schwer werden. Aber egal, so. Da ist eine Ablage. So, die können wir runter tun. Ich schätze mal, dann auch wieder hoch tun. Und an der können wir es dann irgendwie hochschwingen. Oder? Sehe ich das richtig? Ja, natürlich sehe ich das richtig. So. Ich bin halt ein Genie. Warte mal. Ich möchte was testen. Kann sie. Nee, sie kann nicht rückwärts jetzt auf das Ding springen. Schade. So. Hier kommen wir nicht weiter, schätze ich mal. Okay, wir können weiter.
Aber... okay, ich habe keine Ahnung. Nein. Blödes Ding. Okay. Wie? Was? Wo? Hä? Keine Ahnung. So, warte. Wonsinker. Habseligkeit. Die Habseligkeit von einem namens Wonsinker. Das ist aber schön. Hä? Was bringt mir das, wenn ich die ziehe? Ich kann mich ja nicht dranhängen, sofern ich das sehe. Ich kann sie in die Richtung schieben. Dann werden sie dahin geschoben. Superschön. Ich will es aber in die Richtung schieben. Wonsinker, geh da in die Richtung. Hä? Warte, Ablage. Was stand da gerade? Ablage. Nee. Achso, das ist eine Ablage. Was passiert, wenn ich es jetzt lasse? So. Dann öffnet sich das? Kann ich mich dann irgendwie ranhängen oder so? Nee. Hä? Das ist jetzt zu schwer für mich. Ich kann ja doch nichts machen. So, jetzt kommt alles von da. Da ist Bad Request. Ach so, jetzt habe ich doch geblickt. Nein. Scheißspiel. Ich will dahin. Komm, gib her, Monsinger, gib her. Dankeschön. Das schieben wir jetzt auch dahin. Und dann können wir uns den Bad Request holen. So. Spaß ist Spaghiari? Keine Ahnung, wer sich solche Namen ausdenkt, aber egal. So, und das hat jetzt irgendwo doch Bad Request. Da, Bad Request, Habseligkeiten. So. So. Mitnehmen. Ich hab's. Bad Requests Picksocket. Perfekt. Damit knackst du Sicherheitsschlösser. Lass mich raten. Bad Request ist mein heimlicher Bruder. Stimmt's? Picksocket! Der Picksocket knackt selbst die stärksten Sicherheitsschlösser, indem er sie mit einer Energiesalve überlastet. Sehr schön! Dann würde ich sagen, testen wir das gleich mal. So. Ja, ich habe mir gedacht, dass es an die... Ich hasse solche richtig unnützen Tutorials. Von denen gibt es in diesem Spiel viel zu viele einfach. Das ist echt nervig. Oh, zeig mir das doch nicht eine halbe Stunde an. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Und da ist ein Schalter. Was soll man da wohl machen? So. So können wir das schließen und öffnen. Sehr schön. Und dann kann ich das jetzt da hinschießen und dann kann ich so die Tür öffnen. Ganz ehrlich, das musst du mir das Spiel nicht hier 5 Minuten erklären. So, kann ich Fenster freuen? Das ist aber schön. Was bringt mir das? Was bringt mir überhaupt dieser Raum? Ich habe keine Ahnung. Naja, machen wir das zu. Fenster. Ach so, jetzt soll ich wahrscheinlich hier irgendwo durchschießen, oder? Ja, natürlich. Kein Problem. So, ein paar Robbys natürlich. Die arbeiten immer. Das sind mal gute Arbeiter. Des Rückverwandlungsprojekts anzukündigen. Die Versklavung einer Minderheit, wie feindlich oder bedrohlich sie auch sein mag, kann kein legitimes gesellschaftliches Ziel sein. Mehr denn je hoffe ich, dass Memorize andere Wege findet, diese schreckliche Seuche auszurotten. Bürger von Neo-Paris, ich spreche zu euch in dieser schweren Stunde. Um die sofortige Einstellung des Rückverwandlungsprojekts. Okay, das ist interessant, das wollte ich jetzt hören, weil das sind natürlich die Folgen unserer Begegnung mit hier unserer Mami, so wie sie es immer schön gesagt hat. Wir müssen jetzt also weiter, ja. Und Cynthia Wells hat jetzt wir wirklich, ja, ein Gewissen bekommen, so wie es aussieht, dank ihrer Erinnerung, Erinnerungsänderung. So, da sind wieder ein paar unsichtbar machende Reaper. Ich will mal Reaper sagen. So, das ist irgendwo bei irgendwelchen roten Kartons. Ach, ich finde die irgendwie schon lange nicht mehr. Ich bin zu blöd dafür. Hä? Ach so, hier kommen wir her. Ah, und die könnten wir jetzt öffnen. Ich würde sagen, dann öffnen wir sie auch einfach mal. Ja, da sind jetzt irgendwelche Boost-Pakete und so, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust, die zu tun. Ich will jetzt weitermachen. Story. Ist der Raum für irgendwas gut oder? Da. Okay, dann finde ich halt doch hier einen Lebensbalken und Gesundheit. Obwohl ich das eigentlich gar nicht gebraucht habe und gar nicht jetzt.
speziell gesucht habe, aber egal. So, dann ist nur jetzt die Frage, wo sollen wir hin? Wahrscheinlich da irgendwo. So, da ist eine Tür. Ich würde sagen, die können wir öffnen. Suche. Blub. Und auf geht's. So. Können wir die Tür aufmachen? Suche. Bitte Hallo. Geduld. Ich bin die Tochter von St. Avers. Lass mich rein. Lass mich rein. Willkommen, Dr. Green. Willst du mich mit mir anlegen? Hä? Hä? Muckst du dich, Kamera? Hä? Dr. Green? Okay. Ich bin Mr. Professor Green. Kennt ja auch jeder hier den Sänger. So, wo ist jetzt mein Freund hier? Die schlechte Rückfrage. Schlechte Rückfrage? Ach, Rückwandlung 27%. Ja, wir werden auch unseren guten Freund Dr. Quinn wieder sehen. Der uns schon einmal untersucht hat. Und da wird sie sich sicher bedanken hier in Sindelin. Guck mal, 95, ja. Grausam. Oh, könnt ihr keine bestialen Experimente machen? Ey, die sind... Dieser Dr. Quinn, der ist echt der Böseste bis jetzt. So. Der ist total durchgedreht. Der sitzt das Wort. Ach, dann haben wir noch einen Ehrengrund, das zu verhindern. Ja, das glaube ich nämlich auch. Jetzt stimme ich immer zu. Okay, Bad Request. Der Arzt in meinem Kopf. Bad, wir holen dich hier raus. Zelle schließt zum Patiententransfer. Bitte zurückbleiben. Unbeaufsichtigter Patient im Sperrgebiet. Drohnen. Gar kein Bock. Nee, du. Geskillt ausgewichen mal wieder. So, jetzt kommen schließlich mal ein paar Prügeljungs. So. Oh nein, schon wieder diese blöden Elitewachen. Was macht der da? Okay, fühl dich toll. Hä? Ach so, er hat die Tür aufgehalten. Das ist ja übel scheiße bei dem aus, aber egal. So, wir müssen erstmal die Leaper hier alle machen. Davor können wir gegen den anderen nichts auswirken. Obwohl, vielleicht können wir auch erst den ausschalten und dann die Viecher ausschalten. So, dann würde ich sagen, testen wir das auch gleich mal. Mit einer kleinen Logikbombe. So. Das wird doch mal gesessen haben, oder? Ja, der lebt aber immer noch. Aber überlassen, überlassen, überlassen. Bam! So macht man das. Dankeschön. So, wollen noch ein paar? Warum? Warum frage ich überhaupt? Oh, ist dein Freund down? Das tut mir aber gar nicht leid. Oh, jetzt kommen noch mehr von den Viechern. Scheiße. Ein Wort mit S, was ich nicht sagen sollte, aber trotzdem jetzt sage... Oh, was jetzt? Sensentarnung. Lässt Nilin unsichtbar werden und erlaubt ihr sofort einen Gegner zu überlasten. Wählen sie... Geil! Geil, zu geil, zu geil. Nein, 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 ich will die nicht überlassen. Ja, ich blick schon, ich hab schon verstanden. Geil, 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 geil. Zu geil. Achtung, Vortex-Überlagen funktioniert nur am Rücken eines Tieres. Die Unsichtbarkeit dauert 30 Sekunden und endet, wenn ihr den Schaden auszahlt oder eine S-Impression verwendet. Achso, die greifen uns jetzt immer noch an. Super. Ich dachte, die greifen uns jetzt nicht mal an, jetzt wo ihr Herr und Meister weg ist. Aber eine geile Fähigkeit. Also das nenne ich mal eine richtig hilfreiche Fähigkeit. Wer wollte nicht immer schon mal mit der Kraft seiner Gedanken unsichtbar werden? Oh, jetzt... Oder sie wieder hier rumschikanieren. Zack. 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 So. Ein bisschen Leben brauchen wir mal wieder. So, und da kommt jetzt der wieder. Diese scheiß Rüstung, die die immer haben. Oh, mich nervt, dass jemand der Tipp kommt, dass was im Combo-Lab ist. Also Leute, ich könnte jetzt die 70 Sekunden lang rumhüpfen und dann meinen... Ding da wieder machen, aber ich glaube, das wollt ihr jetzt nicht sehen, oder? Dann mache ich wieder meinen offensiven Kampf und verliere. Also, wenn jemand weiß, wie man die Typen besiegt, höre ich sehr gerne, aber ich bin dazu dumm und erfindungslos und hau deswegen einfach ihnen die Grütze aus dem Kopf raus. So. Ist der immer noch nicht down? Okay, Grütze aus dem Kopf raushauen klappt vielleicht doch nicht so gut. Wenn ich jetzt nicht mehr was mache, bin ich tot. Scheiße. Ja, dann... Muss ich jetzt da nochmal eine Logikbombe raushauen?
Projekt versucht also die Herkunft. So, irgendwann sollte es das jetzt gewesen sein. So fing er an. Dann merkte er, dass er sie mit Sensoren kontrollieren konnte. Daher das Rückverwandlungsprojekt. Nun legt dieser Irre seine eigene Psyche in ihre Köpfe. Oh Mann. Eine Quaid-liebe Armee. Okay, gut. Wir halten ihn auf, um jeden Preis. Finde die Zelle von Bad Request. Sein Gedächtnis führt dich direkt zu Quaid. Okay, dann heißt es auch zu Bad Request. Ja, du musst mir jetzt nicht alles zeigen, Spielilein. Ich würde sagen, wir müssen jetzt eh erstmal einen kleinen Cut machen. Im nächsten Part schnappen wir uns dann den verrückten Dr. Quaid. Bis dahin, euer MC Muffix. Haut rein. Ciao.